Burkhard Müller ist geschäftsführender Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz. Herr Müller, als sich vergangene Woche die Katastrophe immer deutlicher abzeichnete, wie wurde da die Bevölkerung in den betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz denn gewarnt? Ja, mit den normalen Warnsystemen, die wir bisher kennen, für die jetzt wirklich in Anführungszeichen normalen Hochwasserlagen, ist man dieser Situation nicht mehr Herr geworden. Denn ich fange mal an bei den modernen Warnsystemen, also über Handy, über iPhone, über Einschaltung im Radio und über die Fernsehuntermalungen, die Sie unten dann als Bänder sehen. Das war nicht mehr möglich, weil alle Netze zusammengebrochen sind und zwar in einer Windeseile, wie man sich das kaum vorstellen kann. Was haben Sie dann getan? Ich meine, hier ging es ja nun wirklich um Sekunden und es ging um Menschenleben. Ja, ich denke schon und das hat der Präsident des Bundesamtes auch schon deutlich in der Presse herausgestellt. Es waren zu dem Zeitpunkt schon so Hubschrauber unterwegs, die Menschen von den Dächern gerettet hatten. Denn auch das andere System, was wir als Warnsystem kennen, Sirenen, sind bei diesen Geräuschen, die die Flut verursacht hat, kaum noch zu hören gewesen. Und wir brauchen jetzt in Erkenntnis dessen, was hier passiert ist, erstens neue Sirenenstrukturen, moderne, die auch lauter sind als die bestehenden, akustisch lauter sind. Und wir brauchen dringend neue Warnsignale, die zum Inhalt haben, zum Beispiel gehen Sie nicht in den Keller, denn alleine damit hätte man Menschen retten können. Mhm. Und diese Signale sind der Bevölkerung nicht nur mitzuteilen, sondern sie müssen geübt werden, sie müssen bekannt gegeben werden und sie müssen etabliert werden. Herr Müller, bevor wir jetzt im Einzelnen eben über die Konsequenzen, die sich aus der Katastrophe ergeben, reden, würde ich zunächst gerne mal von Ihnen wissen, halten Sie den Begriff Systemversagen denn für angemessen, den beispielsweise FDP-Fraktionsvize Theurer verwendet? Nein, halte ich nicht. Was würden Sie sagen? Halte ich nicht. Ja. Es gibt Verbesserungsbedarf, der ist erkannt. Wir wollten ja auch schon, bevor diese Katastrophe eingetreten ist, mit dem Bund und mit dem Land, die Länder untereinander mit dem Bund und das Land mit seinen Kommunen, hatten wir schon eine Grundstruktur über die Überarbeitung der Sirenenwarnung erarbeitet mit angekündigten Bundesgeldern. Ist es denn eher vielleicht eine Überforderung des bestehenden Alarmsystems gewesen? Das könnte ich so mittragen, denn die bestehenden Alarmsysteme waren auf eine solche Katastrophe nicht eingestellt. Genau das ist ja die Diagnose, die auch vom SPD-Politiker Karl Lauterbach kommt. Der sagt, wir sind beim Katastrophenschutz so schlecht vorbereitet wie bei der Pandemie. Woran liegt das am Einzelnen? Ja, wir haben eine Situation, wo die Warnsysteme, wie wir sie kennen, wie wir sie etabliert haben, mit Fraunhofer-Instituten etc. pp., wie wir sie modernisiert haben, immer eingesetzt haben. Die Bevölkerung konnte gewarnt werden etc. pp. Hier ist alles in sich innerhalb von Minuten zusammengebrochen. Es gab keinen Strom mehr. Es gab damit keine Netze mehr. Und natürlich sind diese bestehenden Systeme nicht geeignet, einer solchen Katastrophe entgegenwirken zu können. Wir müssen also jetzt daran arbeiten, was ganz Neues zu etablieren. Wenn schon Ihrer Ansicht nach jetzt nicht das ganze System des Katastrophenschutzes grundsätzlich auf den Prüfstand gehört, was kann man denn, um gegen künftige Katastrophen dieser Art gewappnet zu sein, Ihrer Ansicht nach verbessern? Das ganze System des Katastrophenschutzes, wie wir das kennen, mit einem örtlichen Einsatz, der dann sich weiter spinnt über die Nachbarnzüge, die dann eingeleitet werden, die dann geladen werden zur Nachbarschaftshilfe im Katastrophenschutz, bis hin zur Bereitstellung von Einsatzmitteln aus ganz Rheinland-Pfalz, hat sich grundsätzlich bewährt, auch hier in dieser Situation bewährt. Was wir verbessern müssen, ich habe es gesagt, das sind die Warnsysteme oder die Alarmierungssysteme der Bevölkerung. Da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Haben Sie da Ideen? Was könnte man da stattdessen machen? Ja, ich favorisiere ein neues Sirenensystem. Ganz bestimmt, weil man sich vorstellen kann, dass moderne Sirenensysteme mit Notstromaggregaten länger die Bevölkerung warnen können als die Funkmasten, die auch in sich zusammengebrochen sind wie Streichhölzer. Mhm. Mehr Kompetenzen auf den Bund übertragen, hilft diese Forderung, wie sie von der Kanzlerkandidatin der Grünen, Frau Baerbock, kommt? Nein, das hilft nicht, denn das Katastrophenschutzsystem ist anders aufgebaut. Das ist von unten nach oben aufgebaut und ich glaube, dass alle, die in diesem Bereich arbeiten, es für gut finden, dass wir ein solches Katastrophenschutzsystem haben, von der Örtlichkeit über den Kreis, vom Kreis über das Land und dann auch den Einsatz von THW und Bundeswehr
durch den Bund, dieses System hat sich bewährt. Der Katastrophenschutz ist die eine Sache, das Warnsystem, wenn da alles reibungslos funktioniert hätte, wären uns Opfer erspart geblieben oder war das eine unvermeidbare Katastrophe? Also mit einem Warnsignal, das die Bevölkerung erlernt hat, und das bedeutet nicht die Kellerräume aufzusuchen, damit sie Menschenleben retten können.